Ja, hallo liebe Freundinnen und Freunde des Fantastischen. Willkommen zu einer neuen Folge hier bei YouTube. Ja, ich habe ein Video hier vor einigen Tagen gemacht. Das habe ich vorgezogen aufgrund einer aktuellen Sache in der Schweiz mit einem Kornkreis. Und jetzt mache ich mal dieses Video aus dem Bereich der Astronomie, denn es gibt Neuigkeiten von dem sogenannten Alienstern, Alienplanet, wie man es auch nehmen möchte. Und zwar nennt sich dieser Stern ja KIC, also KIC 8462852. Hört sich total trocken an, ist auch total trocken, aber ich habe auf meinem Blog zwei oder dreimal darüber schon geschrieben und habe darüber auch schon ein Video hier bei YouTube gemacht, und zwar war das am 16. Oktober 2015, denn seit 2015 wird über diesen Stern bzw. über die Umgebung dieses Sterns sehr viel spekuliert. Ich blende ja hier Links ein, da könnt ihr das alles nochmal detailliert nachlesen, genauso wie in meinem Video vom Oktober 2015 nochmal detailliert euch anschauen. Aber ich fasse es nochmal zusammen. Also das ist ein Stern, der ist so 1500 Lichtjahre von uns entfernt im Sternbildschwarm. 1470 Lichtjahre sind es, glaube ich, genau. Dieser Stern ist sehr, sehr jung, ist quasi noch ein Baby, 150 Millionen Jahre alt, also unsere Sonne. Unser Stern ist 4,5 Milliarden Jahre alt, also ein Riesenunterschied. Aber dazu muss man sagen, er ist mindestens 150 Millionen Jahre alt. Ja, dieser Stern hat 143% der Masse unserer Sonne, ist so anderthalb Mal so groß wie unsere Sonne und wurde eben 2015 entdeckt durch das Weltraumteleskop Kepler. Das kennt ihr alle, diesen Planetenjäger, der da 100.000 Sterne gesucht hat und untersucht hat, und zwar ob es dort Exoplaneten gibt, vielleicht sogar eine zweite Erde, eben andere Welten, andere Planeten außerhalb unseres Sonnensystems. Daher kommt übrigens auch dieser seltsame Name KIC 84 bla bla bla, denn KIC steht für Kepler Input Katalog, also das ist der Katalog, wie das Weltraumteleskop diese Sterne aufgenommen hat. Ja, ist nicht so wichtig. Tabby-Stern nennt man ihn auch. Oder eben Alienstern. Aber dieser Alienstern, ja, der sorgt eben dafür für große Aufregung, für große Spekulationen, denn einen Exoplaneten findet man dadurch, dass ein Planet, es gibt zwei Methoden, aber jetzt speziell diese Methode, dass ein Planet vor der Sonne herzieht und dabei seine Sonne verdunkelt, sehr geringfügig verdunkelt. Nicht mal 1% des Sonnenlichts wird durch so einen Exoplaneten abgedeckt. Und das kann man mit den feinen Messinstrumenten hier auf der Erde nachweisen, kann man finden, eben auch mit dem Weltraumteleskop Kepler, das 2009 gestartet ist. Und so kann man dann dort berechnen, ah, da ist ein Exoplanet, er bewegt sich in so einem Orbit, in so einer Umlaufbahn um diesen fernen Stern in 100 oder in 1000 Lichtjahren Entfernung. Und bei diesem Tabby-Stern eben wurde so ein Exoplanet, eben in großen Anführungszeichen, auch nachgewiesen, denn da kam es zu einer periodischen Verdunkelung von nicht weit unter 1%, sondern von bis zu 22%. Das ist also, na, einfache Mathematik, 1%, 22%, das ist also gewaltig mehr. Und da schossen dann die ersten Spekulationen ins Kraut, schon Ende, oder sagen wir mal im Herbst 2015. Was ist denn da los? Ein so riesen Planeten, der 22% seiner Sonne abdeckt, das ist ja überhaupt nicht möglich. Und da kamen dann Ideen, auch vielleicht gibt es dort eine außerirdische Superzivilisation, die die gesamte Energie seiner ihrer Sonne nutzt und so eine Art Dyson-Sphäre, so nennt man das, um die Sonne errichtet hat, dass eben dort eine künstliche Struktur um ihren Stern gebaut wurde, die eben das Sonnenlicht so entsprechend verdunkelt, dass wir das so auf der Erde eben messen können. Da wurde dann spekuliert und spekuliert. Und so kam es dann auch schon, dass das SETI-Institut da einen Lauschangriff gestartet hat auf diesen Stern. Das war im Oktober 2015 schon direkt, und die haben auch Messungen gemacht, ob es da irgendwelche künstlichen Radiosignale gibt, irgendwelche künstlichen Röntgensignale, Lasersignale, also alles, was es nur möglich ist, wo man feststellen könnte, dass es dort eine außerirdische Intelligenz gibt. Das haben die 15 Tage lang, haben die dort eben Messungen gemacht und alles belauscht dort, und es gab nichts. Dann gab es neue Informationen, dass vielleicht ein Schwarm von Kometen dort herumkreist, dass es eine Staubscheibe ist, vielleicht eine protoplanetare Scheibe. Das bedeutet also Staub, Geröll,
Asteroiden, die die Sonne umkreisen, die sich noch nicht zu einem Planeten geformt haben. Aber es wurde dann immer wahrscheinlicher, dass es eben eine Scheibe ist, beziehungsweise mehrere Scheibenringe aus Staub enormer Größe, die diesen Stern verdunkeln. Interessanterweise konnte man sogar feststellen, dass verschiedene Verdunklungen dieses Sterns auf verschiedene Materialien und verschiedene Staubscheiben zurückzuführen sind. Aber jetzt kam ganz frisch eine Veröffentlichung heraus von dem Hobbyastronomen Gary Sacco. Ich blende euch hier diese Veröffentlichung ein. Und der hat festgestellt, dass die Ursache der Verdunkelung in ungefähr 3 astronomischen Einheiten von der Sonne liegen muss. Das heißt, in 3 AE. Eine astronomische Einheit ist eine Maßeinheit, die sich an dem Abstand, dem mittleren Abstand von der Sonne zur Erde orientiert. Ganz grob 150.000 Kilometer. 150 Millionen Kilometer. Entschuldigung. Und da befindet sich dann eben diese Ursache für diese seltsame Verdunkelung von bis zu 22%. Und das ist interessanterweise bei diesem Stern im Stern mit Schwarm in 1470 Lichtjahren Entfernung die habitable Zone, also die bewohnbare Zone. Das heißt, das ist diese Zone, wo aufgrund der Sonnenstrahlung, der Sonnenwärme das Wasser flüssig bleibt, also nicht verdunstet, wie zum Beispiel bei uns auf der Venus mit diesem super zusätzlichen Treibhauseffekt, oder das Wasser eben nicht gefroren ist, wie bei uns auf dem Mars. Unser Planet Erde befindet sich ja mittendrin in der bewohnbaren Zone von unserem Sonnensystem. Und eben da in fast 1.500 Lichtjahren Entfernung ist eben diese Ursache für diese gruselige, unheimliche, seltsame, ungelöste Verdunkelung tatsächlich innerhalb der lebensfreundlichen Zone. Und diese Periode ist so 1574 Tage. Also alle 1574 Tage verdunkelt sich dieser Stern. Erdentage übrigens, nicht Tage dort auf diesem Planeten, in Anführungszeichen. Und der konnte dann weiter feststellen, der Sacco, der Hobbyastronom, dass es bereits seit 100 Jahren anhand von alten Fotos und alten Aufnahmen und so, seit 100 Jahren nachweisbar ist, dass sich dieser Stern periodisch verdunkelt. Und da hatte er dann auch mit seinen Mitstreitern, wenn wir so nennen möchten, eine Vorhersage gemacht, das war schon im letzten Jahr, dass am 9. August 2017 wieder eine solche Verdunkelung stattfinden wird, und die trat auch tatsächlich ein. Also ist jetzt über ein halbes Jahr her. Aber jetzt ist es eben so, diese Ursache ist eben in der bewohnbaren Zone. Das Rätsel wird also durch die neuen Ergebnisse eigentlich noch größer und überhaupt nicht gelöst. Vor allen Dingen ist es auch so, Staub, Geröll und was weiß ich, feiner Nebel, der wird eigentlich von der Sonne aus dem System herausgedrückt, aus dem Sonnensystem, beziehungsweise in die äußeren Bereiche des Sonnensystems. Wir haben ja zum Beispiel auch unsere Gasplaneten, unsere Riesenplaneten Jupiter oder Saturn, eben die auch sehr viel von diesem Gas, von ursprünglich von der Entstehung unseres Sonnensystems, aufgefangen haben und haben sie in Planeten ausgebildet. Aber da ist es eben noch recht nah. 3 astronomische Einheiten. Also, und da wird jetzt wieder viel spekuliert, so wie ich das gerade gesehen habe, obwohl er hält sich da völlig raus, natürlich mit Spekulationen über irgendwelche Außerirdischen. Denn es ist wohl aller Wahrscheinlichkeit nach eben Staub. Aber er befindet sich eben in der bewohnbaren Zone, und erstaunlicherweise ist er eben immer noch nicht vom Sonnenwind quasi her großgeblasen worden dort. Also das Rätsel um diesen seltsamen Planeten und seltsamen Stern bleibt bestehen. Je mehr man danach forscht, was denn wohl die Ursache ist, je rätselhafter wird das eigentlich. Es gab zum Beispiel auch die Spekulation, dass eine Superzivilisation dort nicht nur eine kompakte Dyson-Sphäre um die Sonne errichtet hat, sondern vielleicht aber Millionen von, naja, wie soll man sagen, Sonnensegeln oder Sonden oder Raumsonden um ihre Sonne errichtet hat, und deshalb kommt es zu solchen Verdunkelungen. Also die Spekulationen waren da vor 2-3 Jahren, also wirklich enorm, vor 2,5 Jahren, wenn man es genau nimmt. Aber Staub, ja gut, aber warum? Und warum so viel? Und warum immer noch so nah? Und warum dann noch in der bewohnbaren Zone? Also da werden die Astronomen und die Hobbyastronomen noch
echt viel dran herumforschen müssen. Vielleicht werde ich ja in ein paar Jahren dann wieder ein Video zu diesem Thema machen oder die aktuellen News auf meinem Blog, fischingerblog.de, mal wieder veröffentlichen. Ja, aber wie dem auch sei. Ich wollte euch da unbedingt mal ein Update zu geben, denn dieses Thema ist tatsächlich immer hitzig, immer wirklich eine hitzige Debatte. Nicht nur in der Astronomie, in der seriösen, etablierten Wissenschaft, sondern natürlich auch in der Grenzwissenschaft. Es wird viel spekuliert, vielleicht doch eine Alien-Zivilisation. Obwohl, wie ich es sagte, SETI im Oktober 2015, nach 15 Tagen Lauschangriff, wirklich absolut nichts dort gefunden hat, was irgendwie auf eine außerirdische Zivilisation schließen lässt. Es wird einfach eine staubige Sache sein, die da um die ferne Sonne herumkreist und eben bis zu 22% dieser Sonne von uns aus, von der Erde aus gesehen, verdunkelt. Sehr seltsam, sehr seltsam. Aber ich hoffe trotzdem, ein kleines Update hier zu diesem Thema des Alien-Sterns hat euch zugesagt. Deshalb gebt mir einen Daumen hoch, abonniert mich, diskutiert auch auf meiner Facebook-Seite, facebook.com/mysteryfiles. Die könnt ihr abonnieren, liken, wie ihr mögt, genauso wie mein Kanal natürlich. Und damit sage ich mal Tschüss, ihr Lieben, bis zur nächsten Folge auf den Spuren des Fantastischen. Euer Lars.